Ich habe hier eine Tabelle mit diversen Städten und ich will jetzt, dass Excel mir automatisch das Kfz-Zeichen und das Bundesland von jeder Stadt hier in den Zellen hinzufügt. Den Schlüssel, den Excel verwenden soll, ist hier. Das ist eine Art Nachschlagwerk. Ja, Aalen hat Kfz-Zeichen AA, Baden-Württemberg und so weiter. Wie man sowas macht, man kann sowas natürlich mit einer Wenn-Funktion machen. Bloß, das ist schon jetzt bei nur vier Städten, ist es schon sehr kompliziert mit einer Wenn-Funktion, weil da braucht man mehrere verschachtelte Wenn-Funktionen. Daher ist die treffende Funktion für so eine Aufgabe der S-Verweis. Und wie der S-Verweis funktioniert, ist folgendermaßen: Man fängt hier an, wie in einer ganz normalen Formel, und ruft den S-Verweis über einen Assistent. Und jetzt geht's los. Erster Begriff ist, was ist das Suchkriterium? Jetzt hier kann man sich das leicht merken. Das Suchkriterium ist immer derselbe Typ oder der Typ, der in diesem Nachschlagwerk als erste, in der ersten Spalte steht. Ja, also in der ersten Spalte haben wir die Städte und daher ist das Suchkriterium die Stadt Aalen, quasi der Inhalt von A2. Der Matrix ist das Nachschlagwerk, also quasi hier, markiere ich das Ganze und lege es fest, weil ich will dann, wenn ich dann fertig bin, will ich dann das Ganze hier dann auf die anderen Städte runterziehen. Spaltenindex ist, bei uns geht es ums Kfz-Zeichen. In welche Spalte ist das Kfz-Zeichen? Das ist nicht in der ersten, sondern in der zweiten. Also da kommt hier 2. Und dann jetzt kommen wir zu dem Thema Bereichsverweis. Bereichsverweis kann entweder falsch oder wahrnehmen. Jetzt, man muss sich immer fragen, bei Städten, gibt es eine Stadt zwischen Aalen und Karlsruhe? Man darf hier nicht geografisch denken, sondern von einem Begriff her, von einem Namen her. Also wir haben hier, nehmen wir an, das sind die einzigen vier Städte, die wir kennen. Und die Frage ist, gibt es irgendwas dazwischen? Die Antwort ist nein. Also es kann entweder Aalen oder Karlsruhe oder Köln oder Freiburg. Es gibt nichts anderes. Und deswegen ist hier in dem Fall falsch. Okay, und jetzt, wenn ich das runterziehe, dann habe ich dann die ganzen anderen Städte. Jetzt, wir sehen hier, gibt es ein NV. NV heißt, dass diese Stadt gar nicht in dem Nachschlagwerk gibt. Und das sieht man hier, weder München noch Mannheim sind da drin. Und deswegen kriegt man hier das NV. Ja? Sollte man zum Beispiel Karlsruhe mit Mannheim, dann ist Mannheim da drin. Aber immerhin ist München fehlt das und deswegen ist hier immer noch ein NV. Beim Bundesland ist es genauso. Wir können das nochmal machen. Das ist mit dem Funktionsassistent, S-Verweis. Wie gesagt, die einfachste Möglichkeit, das Suchkriterium zu erörtern oder zu finden, ist immer denken, was ist die erste Spalte von Matrix, von diesem Nachschlagwerk. Das Suchkriterium muss immer vom selben Typ oder vom selben Inhalt sein. In dem Fall haben wir Städte. Deswegen hier, wo ist unsere Stadt? Hier. Das ist das Suchkriterium. Matrix ist das Nachschlagwerk. Da markieren wir alles. In dem Fall brauchen wir das Land. Das heißt die Spalte 3. Also nicht ABC denken, wie es üblich in Excel ist, sondern in dem Fall die Ziffer, der Index. 1, 2, 3. Ja? Auch wieder die Frage. Nehmen wir an, das sind die einzigen vier Städte, die wir kennen. Gibt es irgendwas dazwischen? Nein. Also entweder kommt man von Aalen oder Mannheim oder Köln oder Freiburg. Es gibt keine andere Alternative bei diesem begrenzten Beispiel. Deswegen hier kommt falsch. Okay. Und dann wird man genau dieselben Problematik sehen wie vorher, nämlich, jetzt hier haben wir einen kleinen Fehler gemacht, und zwar, wir haben die Matrix nicht festgelegt. Deswegen beim Runterziehen klappt das noch bei Mannheim, aber Sie sehen da, dass der Matrix sich total verzogen hat. Der hat sich ganz nach unten verzogen. Es ist nicht mehr der Matrix hier oben. Deswegen muss man immer die Matrix immer festlegen. Kann man gleich hier am Anfang machen. F4, jetzt ist es festgelegt. Jetzt tut man erneut
runterziehen und jetzt haben wir es dann richtig. Und wie man sieht bei München ist, ist immer noch NV, weil wir kein München in unser Nachschlagwerk haben. Jetzt, dieses Beispiel hat ziemlich gut funktioniert, nur sowas wird man nie in der reellen Welt machen, weil jetzt nehmen wir an, wir wollen jetzt München hinzufügen. Ups. Dann haben wir hier ein kleines Problem, weil dann musste ich jetzt mein Matrix erneut markieren, um München noch dabei zu haben. Ja, und das ist dann, oh, haben wir hier MA, das müsste eigentlich nur M sein. So, jetzt. Und hier müsste ich dann genau dasselbe tun, indem ich den Matrix erneut, ja, jetzt habe ich was ganz falsch gemacht. So, nochmal markieren und dann erneut markieren. Jetzt muss ich jetzt, vorher war der Matrix so, jetzt muss ich dann so machen, dass ich auch das München mit dabei habe, festlegen und dann erneut runterziehen. Ja, und jetzt nehmen wir an, ich füge noch mehr Städte ein, dann müsste ich den Matrix nochmal bearbeiten und so weiter. Deswegen, man legt nie den Matrix zusammen mit der Tabelle in einem Excel-Blatt, sondern diese Matrix oder dieses Nachschlagwerk, man legt man in einer separaten Tabelle. Und das können wir gleich machen. Wir tun mal das mal kopieren und fügen eine neue Tabelle und fügen dann unsere Matrix hier rein. Ja, ich tue mal gerade die Spalten ein bisschen besser machen. So, und jetzt, da können wir auch diese Tabelle als Schlüssel nennen. So, und jetzt könnte ich das löschen. Und jetzt werden wir den S-Verweis komplett neu aufbauen, nämlich, indem man so was macht. Suchkriterium ist immer noch die A2. Matrix ist jetzt die andere Tabelle. Man geht rüber zu dem Schlüssel und man markiert nicht mehr den ganzen, diesen Bereich hier, sondern man markiert die gesamte Spalte. Ja, da steht nicht mehr A8 bis C17 zum Beispiel, sondern die ganze Spalte A bis C. Index bleibt auf 2 und falsch. Okay, und dann kann man das dann runterziehen. Und hier ist die Festlegung auch komplett egal, weil es sind keine Zahlen mehr bei den Zellbezügen und deswegen ist ein F4 hier eigentlich unnötig. Hier könnte man genau dasselbe machen. Ja, wir machen es jetzt ohne Assistent, indem ich das wegmache. Das ist der Bereich vom alten Matrix, wo er früher war. Jetzt ist es eine andere Tabelle, also gehe ich rüber zu Schlüssel, markiere die drei Spalten und fertig. Und dann ziehe ich das runter. Und das Schöne dran ist, wenn ich jetzt eine neue Stadt haben will, zum Beispiel Hamburg, ich ziehe es einfach erstmal runter, da wird jetzt NV kommen, weil wir keinen Hamburg haben, aber jetzt kann ich ganz einfach Hamburg hinzufügen. Okay, und schon ist es drin. Ja, also das Hinzufügen ist dann ganz, ganz einfach. Ein anderer Typ vom S-Verweis ist in dem Beispiel hier. Wir haben 4 Schüler mit diversen Punkten und hier haben wir einen Punktschlüssel. Bei 0 Punkten oder ab 0 Punkte hat man 6 als Note und die Bewertung ist sehr schlecht. Ab 30 hat man 5er, ab 55 ein 4er und ist ausreichend und so weiter. Und wir wollen hier, ähnlich wie in dem Beispiel vorher, auch hier das Excel automatisch die richtige Note und die richtige Bewertung zu den Punkteanzahl vergibt. Und hier gehen wir auch mit dem S-Verweis. Das Suchkriterium ist wieder immer Inhalt von der ersten Spalte. Hier in dem Fall ist der Matrix, die erste Spalte sind die Punkte, also ist Suchkriterium die Punkte. Okay. So, Matrix ist hier. Oh, Entschuldigung, das habe ich komplett vergessen. So, jetzt. Das ist dann die Matrix. Man legt sie fest, weil wir dann die Funktion oder die Formel runterziehen wollen. Die Note ist in der zweiten Spalte. Und jetzt hier beim Bereichverweis, jetzt ist die Frage,
kann ich zwischen 0 und 30, gibt es da eine Punktanzahl? In dem Fall ja, zum Beispiel, ich könnte 25 Punkte haben oder 15 Punkte oder 73 Punkte. Und deswegen, bei so einem Fall, schreibt man hier wahr. Okay? Und dann kann man das runterziehen. Ja, also man sieht hier, der einzige Unterschied zwischen diesem Beispiel und das letzte Beispiel hier, ist, dass hier das falsch und hier wahr. Und entscheidend, für falsch oder wahr, ist immer, man muss sich immer fragen, kann etwas zwischen zwei Punkte in der ersten Spalte existieren? In dem Fall ja, ich meine, man sieht ja, man hat 53 Punkte, das heißt, das ist zwischen 30 und 55 und deswegen kriegt der einen Fünfer. Ja, weil der ist ab 30, ist ein Fünfer, aber noch nicht mehr als 55, deswegen ist der hier ein Fünfer, der ist hier zwischendrin. Wenn wir jetzt hier nicht wahr hätten, dann müssen wir eigentlich jeden Punkt von 0 bis 100 aufschreiben. Also einzeln. 0, 1, 2, 3. Und durch das wahr könnte man unsere Tabelle wesentlich verkürzen. Weil sonst müsste unsere Tabelle hier oder unsere Matrix hier 100 Zeilen haben. Okay? Machen es auch gleich wieder bei der Bewertung genauso. Machen es mal diesmal manuell, ohne Assistent. Ist wieder das Suchkriterium, ist wieder die Punkte. Dann der Matrix. Ist hier mit festlegen und dann in dem Fall die Bewertung ist in der Spalte 3 und Bereichverweis wieder hier war, weil immer ausschlaggebend ist hier, kann etwas existieren zwischen zwei einzelne Elemente bei ersten Spalte hier. Okay. So. Und natürlich hier auch, normalerweise macht man das auch nie so, man kann das auch natürlich in eine andere Tabelle kopieren und dass man dann eine Schlüsseltabelle hat und von der kommen dann die Punkte. Ja?